Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das Thema heute ist Change Any Color. Ich habe schon vor ein paar Monaten ein kleines Video darüber produziert, das war allerdings in DaVinci Resolve 16. Jetzt in der Version 17 gibt es ein paar neue Features, unter anderem den Color Warper. Und den schauen wir uns heute an. Viel Spaß! Das ist dieses Symbol hier, da klicken wir drauf. Wir haben einen Node und jetzt werden wir das Ganze vergrößern mit diesem Icon, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Wenn wir uns jetzt diese Form ansehen, erinnert die uns an was? Ganz klar, das Vektorscope. Diese Einstellungen entsprechen den Einstellungen im Vektorscope. Und so funktioniert der Color Warper. Ich habe hier ein Mesh, ein Grid, was ich aufspannen kann. Ich kann hier die Genauigkeit noch wesentlich erhöhen. Gehen wir mal auf 12, das sollte uns reichen. Und habe die Möglichkeit, mir im Originalbild jetzt Punkte anzusehen. Wenn ich da reinklicke, seht ihr entsprechend im Mesh den Punkt angewählt. Jetzt kann ich den packen und kann den verändern. Und zwar in Hue und in der Helligkeit und Saturation. Ich kann mir jetzt auch eine komplette Reihe auswählen mit diesem Symbol und kann dann viel homogener das Ganze ändern. Könnte auch dafür sorgen, dass der Mittelpunkt bleibt, wo er ist. Und wählen wir nur den äußersten Punkt und kann dann schön den Übergang machen. Das sind jetzt relativ extreme Einstellungen, die man eigentlich vermeiden sollte. Ich zeige euch das trotzdem mal, wie schnell, einfach und intuitiv das Ganze funktioniert. So, jetzt haben wir ruckzuck aus einem Greenscreen einen psychedelischen Hintergrund gemacht. Natürlich kann das Ganze noch weitergehen. Ich könnte mir jetzt die rote Schrift picken und ebenfalls verändern. Der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Gehen wir mal wieder auf ein Reset. Ich kann auch noch weitere Dinge machen. Ich kann mir den Bereich der Haut anzeigen lassen. Und da wähle ich jetzt mal mehrere Punkte aus und habe hier ein Symbol, das nennt sich Pin. Damit kann ich praktisch bestimmte Punkte festpinnen, dass die nicht mehr veränderbar sind. So, jetzt habe ich den Bereich der Hauttöne gepinnt. Und jetzt kann ich relativ drastische Veränderungen machen, ohne dass ich Angst haben muss, dass sich meine Hauttöne verschieben. Es gibt noch jede Menge weitere Funktionen auf der rechten Seite. Hier kann man die Hue, die Farbwerte, die Saturation und die Luminance einstellen für den angewählten Punkt. Kann es auch direkt hier machen. Hier kann man die Range verändern. Und es gibt eine Reihe von Tools. Ich möchte aber jetzt an dieser Stelle nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Es gibt eine Menge Tutorials, die sich ausführlich dem Color Warper und all seinen Funktionen widmen. Ich wollte euch nur animieren, das mal auszuprobieren, um schnell Farben zu ändern. Dafür ist es ein tolles Tool. Viel Spaß damit. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Das würde mich sehr freuen und würde mir auch helfen. Bis bald. Wir sehen uns.